Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Heute Suche nach Schatten Teil 3. Und dann legen wir mal los. Ray, Yuma. Yuma, Ray. Ray, ist alles in Ordnung? Ray, ich bin mehr als nur in Ordnung. Yuma, Ray, was ist los mit dir? Ray, warum? Nichts ist los, Yuma. Gar nichts. Los, Barian, Battlemorph. Yuma, Vector? Du hast dich als Ray verkleidet? Was hast du mit den echten Ray gemacht, Vector? Vector, den echten Ray? Du meinst, du hast es immer noch nicht verstanden? Ich bin Vector und ich bin auch dein kleiner Freund Ray. Der Vector, den du vorher duelliertest, war mein Klon. Die ganze Zeit, ich, der wirkliche Vector, nahm die Form von deinem sehr guten Freund Ray Shadows an. Und ab ins Geschichtsdeck. Ja, da haben sie mal ein bisschen viel rausgelassen. Gut, mal gucken, ob es nach dem Duell vielleicht noch ein bisschen Erläuterung gibt. Wir haben sogar gewonnen. Na denn? Also Xing Shang Chong, noch nicht das Duell. Wir haben schon gleich Marian-Karte hier. Okay. Erspäteter Ork. Diese Karte kann in den Spielzug angreifen, indem du... Was? Diese Karte kann nicht in den Spielzug angreifen, indem du sie als normal beschworen wurde. Okay. Creepy. Auf jeden Fall creepy. So, wir haben 15 Karten drin. Was haben wir dann alles Schönes drin hier? Löwenwaffe. Diese Karte kann dein Gegner nicht direkt angreifen. Einmal pro Spielzug, du kannst dein XD-Material von dieser Karte abhängen. Füge deiner Hand ein ZW-Monster von deinem Deck hinzu. Du kannst ein Utopia-Monster wählen, das du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit diesem Monster vom Spielfeld aus. Es erhält 3000 Attack. Während deiner Battle-Phase, falls in diesem Spielzug ein Monster angegriffen hat, solange es mit dieser Karte ausgerüstet war, du kannst diese Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen. Das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet war, kann während dieser Battle Phase einen zweiten Angriff gegen ein Monster deines Gegners durchführen. Okay. Oh, wir können sogar Utopiastrahl Sieg rufen. Aha. Gut, ansonsten haben wir nur dieselben. Bloß, was ist das jetzt für eine verdeckte Karte? Wir könnten... Ha. Probieren wir es erstmal. Erstmal mit Goblinberg. Ja, aktivieren. Holen uns Ganbara Ritter. So. Dann natürlich Utopia. Soweit, so gut. Angriffsposition. Dann Rangsteigerung. Oh, wir könnten uns gleich V holen. Wie war denn das bei V nochmal? Wenn diese Karte einen Angriff gegen ein offenes Monster deklariert, das dein Gegner kontrolliert, kannst du ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen. Annulliere die Effekte des offenen Monsters deines Gegners. Und zusätzlich erhält diese Karte Attack in Höhe der Attack des Monsters deines Gegners. Diese Änderungen dauern bis zum Ende des Spielzugs an. Ansonsten, falls diese Karte angreift, kann dein Gegner bis zum Ende des Dungeon Steps keine Zauber- oder Feinkarten aktivieren. Falls diese Karte ein Utopia-Monster als... Ja, okay, gut. Hauen wir mal raus. Utopia-Strahl-Sieg. So. Haben wir ja schon mal was Ordentliches hier auf dem Feld. Gehen jetzt einmal in die Battle-Phase. Greifen an. Aktivieren den Effekt. Schmeißen einmal Ganbara-Ritter ab und kloppen dir ganze 2800 rein. Du bist dran. Okay.
Noch eine Karte verdeckt. Noch eine Karte verdeckt. Oh, was haben wir denn hier? Cha-cha-cha Bogenschütze. Einmal pro Spielzug. Du kannst deine Zauber- oder Feinkarte auf dem Spielfeld wählen. Zerstöre sie. Gut. Beschwören wir erstmal Gagaga Magier. Und du bist Level 5. Zwei Monster brauche ich. Gut. Denn Gagaga Magier. Werde mal zur Stufe 5. Dann Gagaga Kind. Ja. Pass dich an Gagagas Magiers Stufe an. Ich habe ja schon was normal beschworen. Das wird mir nichts bringen. Gut, machen wir erstmal so. Dann XDs. Jetzt trumpfen wir hier gleich richtig auf. Löwenwaffen. So. Effekt aktivieren. Füge deine Hand in entsprechende Karte aus dem Deck hinzu. Ja, machen wir das erste. Schmeißen Gagaga Magier auf den Friedhof. Du kannst eine Nummer 1039 Monster wählen, das du kontrollierst. Rüste das mit gewählte Ziel mit diesem Monster von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite aus. Das ausgerüstete Monster kann nicht durch Kämpfe zerstört werden. Am Ende des Dungeon Steps, wenn das ausgerüstete Monster ein Monster deines Gegners angreift, aber das Monster deines Gegners nicht durch Kampf zerstört würde, du kannst die ATK des Monsters deines Gegners zu Null machen. Selbst nachdem diese Karte das Spielfeld verlässt. Oder das Monster von dem Karteneffekt unberührt bleibt. Und falls du dies tust, kannst du das ausgerüstete Monster, dasselbe Monster, sofort noch ein zweites Mal angreifen. Okay, dann holen wir uns mal ein. Können wir das nochmal machen? Ja, wunderbar. Dann milden wir... Ah ne, können wir nicht. Gut, dann erhöhen wir jetzt einfach den Attack-Wert. So. Zack. Hauen wir noch einen drauf. 1800. Wow. Und da bist du dran. Ich frage mich, warum ich jetzt keine Battleface durchführen kann. Konnte. Verspäteter Ork. Schattenhorror-Ghoul. Schattenhorror-Irrlicht. Maskiertes Chamäleon. Bin mal gespannt, was er jetzt dagegen raushaut. Maskerade. Hast du jetzt noch einen Rangsteigerungszauber? Ja klar, hat er einen Rangsteigerungszauber. Okay, Schattendor Maskerade. Hat aber auch nur 3000. Das hilft dir jetzt nicht wirklich viel. Was haben wir denn hier? Während des Spielzugs deines Gegners. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. In diesem Spielzug wird aller Effektschaden, den du erhältst, zu null. Okay. Gut, dann setze ich dich mal. Dann gehen wir in die Battle Phase. Greifen den Ork an. So, hauen jetzt sogar Utopia raus. Okay, negierter. Autsch. Das hat ja richtig wehgetan. Na gut. Dann bist du dran. Wenn wir das jetzt nochmal machen, dann haben wir gleich Doppelmord. Autsch. Nee, das ist ja Verteidigungstomate. Damit könnte ich gleich den Effektschaden rückgängig machen. Wenn ein offenes Xyz-Monster, das du kontrollierst, als Ziel für einen Angriff gewählt wird, wähle ein Xyz-Monster in deinen Friedhof. Lege das offene Angriffsziel ins Extra-Deck zurück, dann beschwöre das Ziel dieser Karte als Spezialbeschwörung von Friedhof. Und falls du dies tust, hänge diese Karte als Xyz-Material dran. Okay. So, Battleface. Ich denke mal, ich sollte als erstes den hier wegmachen. So. Damit er mich nicht wieder nervt.
Ging einfach jetzt nichts weiter spielen. Landform, okay. Und mit dem geht er jetzt in die Verteidigungsposition. Gut. Gagaga-Mädchen. Gagaga-Kind. Ja, den Effekt möchten wir aktivieren. Von Gagaga-Mädchen das Level kopieren. So. So weit, so gut. Hier haben wir einen Leviathan-Drachen. Dann hier einmal den Effekt aktivieren. So. Ich kann schon wieder nicht angreifen. Warum kann ich denn schon wieder nicht angreifen? Das ist jetzt wieder schon total merkwürdig. Immer wenn ich eine XDs-Beschwörung mache, kann ich nicht angreifen. Ist das eine neue Regelung oder wie? Ha. Na gut, Battle Phase. Chameleon wegmachen. Soweit, so gut. Mit Sieg hier einmal nochmal drüber robbeln. Und fertig. Ja, was kommt jetzt? Eine verdeckte Karte. Und die wird Sieg aber nicht aufhalten. Gehen wir gleich in die Battle Phase, greifen gleich an. So. Die Barians wurden besiegt, aber Sargrasso begann in sich selbst zu zerbrechen. Dumon, das Ödland bricht in sich zusammen. Mizar, wir müssen gehen. Willst du in diesem Ödland für immer festsitzen? Vector, du glaubst, du hast gewonnen, aber du irrst dich. Die Barians waren entkommen, während Yuma und seine Freunde von Sargrasso zurück zur Erde flohen. Okay. Und morgen Barian Rache. Also, schaltet dann wieder ein und bis dann.